So, meine Damen und Herren, und jetzt möchte ich gerne an dieser Stelle noch jemanden überraschen, der noch überhaupt nichts davon ahnt. Ich dagegen weiß ganz genau, wen wir jetzt überraschen werden. Und zwar diese Sängerin, die genau hinter uns steht. Una, meine Damen und Herren. Liebe Una, bitte nicht erschrecken. Bitte nicht erschrecken. Alles gut. Ich weiß, in allen Proben hast du an dieser Stelle dein Lied gesungen. Mhm. Wir müssen diesen Ablauf jetzt aber leider kurzfristig ändern. Oh. Ja, ist aber nicht schlimm. Okay. Ist nicht schlimm. Es ist ja so, dass du in unserer Festeshow im März zum ersten Mal in einer großen Eurovision-Show im deutschen und österreichischen Fernsehen als Sängerin aufgetreten bist. Ja. Dein Album hat auf Anhieb die Top 10 der Charts erobert. Bereits nach 5 Wochen Platz 3 der Charts erobert. Und heute, ein paar Monate später, dürfen wir dich bereits mit deiner ersten Gold-CD überraschen. Wow. Herzlichen Glückwunsch, wow. Una! Hier kommt deine erste Gold-CD. Ach, wow. Vielen Dank. Dankeschön. Oh mein Gott, ich freue mich so unglaublich. Das ist so surreal. Das geht alles so schnell und ich freue mich so unglaublich. Du darfst ruhig sagen. Sieht toll, toll aus, ne? Vielen Dank. Danke an euch. Was sagst du dazu? Ja, nach so einer kurzen Zeit? Unfassbar. Unglaublich. Also es ist für mich als Künstlerin eine unglaubliche Anerkennung, so viele Menschen erreichen zu können in dieser kurzen Zeit. Und ich bedanke mich vielmals und ich hoffe, dass ich noch weiterhin viele Menschen erreichen kann mit meiner Musik. Oh Gott, ich bin total... Ich freue mich. Dankeschön. So soll es sein. Oder du darfst jetzt die CD kurz noch mal Marian geben. Er wird sie gut für dich aufbewahren. Denn wir möchten dich natürlich singen hören. Welches Lied hast du heute für uns mitgebracht? Das ist mein neuer Song, Eldamar. Und ich bringe meine Second Edition am 24.10. raus mit 6 neuen Songs. Okay. Und das ist jetzt heute das erste Mal. Schön. Mit diesem Song, ja. Dann freuen wir uns jetzt sehr auf dein neues Lied. Und ich sage nur, meine Damen und Herren, viel Vergnügen mit Una. Die Erinnerung an ein Fest.
und Herren, Una. Und nun, meine Damen und Herren,